Ja, hallo und willkommen. Freunde des Gefährten, ich muss das mal gucken hier. So ganz sehe ich das aber nicht. Hier, vielleicht ist so besser das Bild. An Freunde des gepflegten Computerschaffens und all jene, welche es noch werden wollen. Zur Rückpartie. In der Hinpartie 15 Minuten Schach. Ich weiß noch nicht so ganz so, wie man das eingibt. Also quasi, dass man die Spielstufen selbst eingibt. Das ist hier ein bisschen sperrig. Das ist selbst beim Amsterdam-Bester Level 7 Enter. Stunden macht man auch Enter, sind da keine Stunden. Minuten 20, Enter, Sekunden, Enter sind keine Sekunden. Dann würde er 20 Minuten spielen in Amsterdam. Das ist also sehr gut gemacht bei dem. Und hier bei dem Super-Expert weiß ich das einfach nicht. Auf jeden Fall, Königsindisch hat der Akademie gespielt. Hat eine Drohung auf C7 etwas zu lasch behandelt mit Läufer E5. Und dann hat er zwei, drei Bauern bekommen dafür. Hat aber dadurch, dass der Läufer auf G7 nicht mehr stand, massive Felderschwächen am Königsflügel und wurde dann hinterher auch matt gesetzt. Also die Aktivität der Figuren war wesentlich wichtiger als die drei Bauern, die dann halt doch keine Kompensation waren. Und hier die Rückpartie. Akademie mit den weißen Steinen. Beides sehr gute Geräte. Ich bin sehr froh, die in meiner Sammlung zu haben. Vielen, vielen Dank. Patreons sind wichtig für einen Kanal jeglicher Art. Aber legen wir mal los hier. So, hier mal ein bisschen knibbeln hier. Enter. E2, E4. Ich bin ein großer Fan von E4. Ich habe damals nach meinem Reboot, nennen wir es mal im Schachverein, nach längerer Pause, dann in der zweiten Mannschaft gespielt und wurde sogar als Ersatz in die erste Mannschaft reingenommen, weil ich E2, E4-Spieler bin. So, D4 schlägt. Ich weiß gar nicht, muss ich ehrlich sagen, ob ich heutzutage, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie das bei euch so ist, ob ich heutzutage so die Geduld hätte, so lange Bedenkzeiten als Mannschaftskampf zu spielen, meinetwegen. Zum Beispiel mich quasi auf dem. Hallo? What's wrong? Jesus. Ob ich da so die große Geduld hätte, mich da 5 Stunden oder was auf den Sonntag hinzusetzen, so einen Mannschaftskampf zu spielen. Wenn man da noch Familie hat, also nicht so die große Zeit dazu hat oder dafür hat, glaube dann, hat sich das wohl noch schneller erledigt. Weil du musst ja den ganzen Sonntag dafür einplanen und dann möchte die Ehefrau das bestimmt doch lieber haben, dass man dann mehr Wert aufs Familienleben legt, als da den ganzen Tag da jetzt eine Schachpartie zu spielen. So, Dame D7 schlägt. Auch generell, ich habe hier jetzt keine Family oder so, aber den ganzen Sonntag dann da zu sitzen, da hätte ich auch keine große Lust drauf. Dann spielt man da seinen Mannschaftskampf. Und nach dem Mannschaftskampf verschwinden die Leute alle nach Hause. Oder man muss gar, wenn man das Auswärtsspiel ist, dann muss man halt so lange warten, bis die ganzen Partien zu Ende sind. Glaube, das Vereinsschach muss sich sowieso komplett neu erfinden. Und das ist so ein bisschen das Problem. Vielleicht sollte man das teilen. Das hat Erkenschwick zum Beispiel gemacht. Erkenschwick hat auf Leashes eine Gruppe. Das wäre zum Beispiel ein Weg, dass man dann gegen die Leute auch auf Leashes spielen kann und auch im Verein kommen kann. Weil das Problem ist ja einfach, ich kenne das aus der Erfahrung, die ich da gemacht hatte. Dann geht man zu diesem Vereinsabend und ich glaube, im Notfall sollte so ein Schachverein auch eine WhatsApp-Gruppe haben. Dass wenn ein Vereinsabend ausfällt, dass man in einer WhatsApp-Gruppe das schreibt oder kommuniziert. Die ganzen Mitglieder dieser Gruppe, die bekommen das dann. Das haben wir auf Arbeit, so eine WhatsApp-Gruppe. Wenn da was ist, dann muss man da nicht hinterher telefonieren. Also das wären so zwei Dinge, die ich machen würde. Eine Leashes-Gruppe vom Verein, eine WhatsApp-Gruppe, um Sachen besser kommunizieren zu können. Weil wir sind ja nun mal im Kommunikationszeitalter. Das ist nicht mehr 1975, dass man wie Anno dazu mal die Vereine dann
managed. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und wenn dann, man kommt zum Vereinsamt, da sind da fünf Leute, fünf, sechs Leute. Da muss man quasi schon. Ja, in Erkenschwick war es dann, die haben da trotzdem so ein Blitzturnier oder sowas gemacht. Das war sehr schön, finde ich. Ist halt ein bisschen weit weg, Erkenschwick. Und freitagsabends muss ich arbeiten. Da kann ich leider nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich wäre einem Verein nicht prinzipiell abgeneigt. B5C4. Ich weiß nicht, ob ich in Eka noch mal reingehen würde, das glaube ich eher weniger. Wenn ich schon sehe, wie die ihre Stadtmeisterschaft ausrichten, das ist ja gruselig. F6, D5. Dann haben die in sieben Runden Schweizer, also sie machen ja schon jeder gegen jeden sieben Runden. In zwei Gruppen, ich weiß auch nicht warum zwei Gruppen, egal. Vielleicht spielt er die Finalisten der beiden Gruppen gegeneinander im Finale, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieben Runden Schweizer System, wie ist so ein Schweizer System? Sieben Runden jeder gegen jeden, also ein Rundenturnier, eigentlich auch kein Rundenturnier. Halt, acht Teilnehmer und die spielen je eine Partie gegeneinander, so ist es. Und was ich da ein bisschen merkwürdig finde, die einen haben die erste Runde gespielt, die Paarung der ersten Runde, die einen die Paarung der vierten Runde, die einen schon die Paarung der siebten Runde. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das ist kein System dahinter. Da spielt quasi jeder so, wie er Zeit hat. Dann haben die auf den Samstag dieses Turnier gelegt. Mir wäre das aber auch zu lang. Ich habe da keine Lust drauf. Und wenn ich da schon sehe, was das für ein Zusammengewürfel gibt, das ist überhaupt kein System mehr im Verein. Das ist so ein. Das zweite Problem ist ja bei solchen Vereinen, wenn quasi die altgedienten Mitglieder sich nicht mit sich diskutieren lassen. Und dann werden die alten Dinge noch so genauso weiter, laufen genauso weiter wie anno dazu mal. Und dann sämtlichen Neuerungen oder Vorschlägen sind die blind gegenüber. Das ist so ein bisschen das Problem. Und dann sehen die auch nicht ein, dass es einfach so nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, ob die denken, das hat ja die ganzen Jahre so funktioniert, aber anscheinend funktioniert es ja nicht. Das ist ja das Problem. Wenn es funktionieren würde, hätten die Vereine ja nicht das Problem, was sie haben. Und deswegen ja auch, der Deutsche Schachbund ist ja nicht in Finanznöten, weil jetzt hier wahnsinnig viele Mitglieder im Verein sind. Das ist in der Corona-Pandemie sind sehr viele Leute ausgetreten aus dem Verein. Das sind ist auch ein gewisser Anteil an Mitgliedern, die eigentlich passive Mitglieder sind. Die kommen einmal im Jahr, das war bei Erkenschwick zum Beispiel, da ist Blitzturnier da gewonnen hat. Der kommt dann einmal im Jahr zu so einem Turnier, sagt den Preis ab und lässt sich ein ganzes Jahr wieder nicht mehr blicken. Das ist so ein bisschen das Problem. Also man muss schon irgendwie offen für Veränderungen sein. Und wenn ich mir das so ansehe hier, by the way, dann würde ich mal wieder sagen, hat der Akademie wieder schlechte Karten. Droht nicht schon Turm E8? Springer C3 schlägt Schach, Turm E8, Springer E5. Dame E4, das verliert doch schon die Figur, ist doch schon wieder pleite. Turm E8 droht erstmal die Dame zu gewinnen. Also könnt ihr Dame E8 spielen, dann kommt Dame E8 schlägt Schach. Oder zieht ein Springer dazwischen, Springer E5. Da kann ich es mir ganz bequem machen, muss gar nicht mit Festungsgeschichten oder sowas kommen. Ja, Springer C3 schlägt, dann funktioniert ja auch nicht. Okay, so ganz einfach ist es nicht. Dame C7, F4, F6, aber auf Dauer sollte die Puppe weg sein. Das Problem ist einfach, dass der König in der Mitte steht. Jetzt lobe ich erst den Akademie und jetzt lost er gegen den Super-Expert beide Partien ab. Ist natürlich auch interessant. Also da müssen gewisse Änderungen müssen da vorkommen, weil ansonsten, wie willst du denn junge Leute in den Verein kriegen, wenn du einen Verein führst wie 1980? Das ist schon mal das Problem, da haben die alle keinen Bock mehr drauf. Dann vielleicht ein bisschen, ja, Dame D5 schlägt, wäre wegen Turm E5 schlägt nicht gegangen.
Springer C3, ich kann auf A8er Turm. Das ist alles nicht so einfach. Also man sollte nicht meinen, man hat jetzt automatisch gewonnen. F6, Dame D5 schlägt, E5 schlägt, Dame D6, Läufer D6. Dann vielleicht einfach rochieren. Zum Beispiel. It's not so simple, so simple, so simple. Springer C3 schlägt. Das Hauptproblem, was Weiß hat, ist, dass er in der Mitte hängen geblieben ist. Ich denke mal, das Material spielt keine so große Rolle. Das Problem ist, er weiß kann nicht rochieren. Wenn Weiß jetzt rochieren könnte, dann wäre alles eigentlich relativ okay. Auch dann würden, auch hier wieder, das Läuferpaar ist absolut dominant auf dem Brett, wie in der ersten Partie. Eben die Diagonalen. A7, G1 und B7, G2 oder H1 oder A8, H1. Das ist doch absolut hier. Das könnte eher der Sinn, der Grund sein, der gleiche Grund im Prinzip, warum auch die erste Partie verloren ging. Dame C4. Ja, droht Dame F7. Es fesselt ja sowieso den Bauern. F6 geht ja nicht. Es droht aber Dame F7, Dame E8. Also ist schon mal eine taktische Drohung. Es könnte Läufer E6 kommen. Das wäre so ein bisschen das Problem. Das ist auch so ein bisschen so eine. Ja, gut, Läufer E6 schiebt den Läufer erstmal dazwischen. Also dann könnte rein theoretisch der Springer noch ziehen. Aber wo will die Dame hin? Die müsste ja jetzt schon auf ein schwarzes Feld. Damit der Läufer beim Abzug, den man möglicherweise gar nicht verhindern kann. Dame D3. Dame D3, Springer D3, Läufer C4 Schach, König D2. Läufer E3 Schach, König C2. Psst. Was ist denn mit F6? Aber ich sehe auch keine zwingenden Abzüge. Dame D3. Vielleicht geht es wirklich nur den Bauern. Das ist ja bei Ehrenschwick ist hier. Glaube ich. Geht ja nur König D2, sonst ist die Puppe weg. Die haben, glaube ich, schon ein ganzes Turnier auf Lichess gespielt. Das ist halt, das, die Zeiten ändern sich. Der Herbert Ulrich hat das damals auch gesagt: die Zeiten ändern sich. Da ist wirklich was dran. Was heißt damals? In den 80er Jahren, wo wir im Schachverein waren, da gab es ja kein. Das Internet war im Entstehen, sagen wir es mal so. Auch in den 90er Jahren, da war es jetzt auch nicht so präsent. Wenn ich überlege, wie lange diese Minutenpreise noch waren, man kann sich das heute gar nicht mal vorstellen. Das, Springer E5. Okay. Das kostet Material. Ja, man sieht schon hier, wieder mal die Rochade verpasst. Und wenn das jetzt die Figur kostet, mache ich User-Entscheid, dann lasse ich das nicht noch weiterlaufen, das Video ohne Ende. 24 Züge. Gerade waren 27 Züge Schachmatt. Das ist halt, vielleicht haben die Leute auch nicht mal so die Zeit. Und dann ist halt, man darf nicht unterschätzen, den Online-Faktor darf man nicht unterschätzen. Da kommt einfach Läufer schlägt G4. Wer will denn das schlagen? Ist das so ein bisschen. Ja, man. Na, das ist jetzt ja nicht mal Turm G1. Einfach Läufer G4 schlägt. Der Springer ist gefesselt. Und gefesselte Figuren können nicht ziehen. Läufer E4 ist auch eine Lösung. Greift den Turm an. Das Online. Du kannst immer zu jeder Zeit online spielen. Du hast auf einer guten Plattform wie Lichess hast du immer Gegner, gegen die du spielen kannst. Mit den E-Boards, also entweder vom Exclusive Genius das Brett mit dem Chesslink, Supreme Tournament mit dem Chesslink. Du kannst ja immer auch am Brett online spielen. Da musst du halt mit Increment spielen, weil ohne Increment geht nicht. Du musst ja die Züge des Gegners ausführen, aber das macht man relativ flott. Ob ich jetzt gegen den Schachcomputer spiele und muss die Züge ausführen. Oder
Ich führe die Gegner so online, also die Züge des Gegners auf dem Brett online-mäßig aus. Das tut sich nicht viel. Ich würde aber nicht zu den Selbstzieher greifen, die es da so gibt, weil das Problem bei denen ist ja, du musst ja warten, bis der Computer seinen Zug ausgeführt hat. Und sagen wir es mal so, die werden jetzt nicht so wahnsinnig schnell ausgeführt, die Züge. Also würde ich dann eher, das Optimale ist für mich, könnt ihr mir vorstellen, das Supreme Tournament. Man kann sich auf die Partie konzentrieren. Es ist Turniergröße, Quaderlampen. Und man sieht anhand der LEDs, was der Gegner gezogen hat. Du musst nicht immer zur Seite gucken, irgendwo ablesen, welcher Zug gemacht worden ist. Du musst auch nicht abwarten, wie im Schneckentempo der Zug ausgeführt wird für den Gegner. Im schlimmsten Falle kannst du nur gegen Leute spielen, die dieses Brett haben. So ein Selbstzieher. Und das ist wohl die harte Konkurrenz. Es gibt ja immer mehr Gruppen online, die sich zusammenschließen und Turniere, die online gespielt werden. Der Nachteil ist natürlich, es ist mal so ein Geschmäckle dabei mit diesen Online-Betrügereien. Aber die können ja da mittlerweile, dann lassen die Engines drüber laufen über die Partie. Und wenn man jetzt hier eine gewisse Prozentzahl ständig hat von Zügen, die auch eine starke Engine machen würde, dann merken die, da war ein Computer im Spiel. Also sagen wir mal ehrlich, wenn ich jetzt so ein Schachcomputer, so eine Schachengine der klassischen Art laufen lasse und die spielen lasse, ich weiß, würde das dann auch überhaupt erkannt werden, wenn jetzt meinetwegen, ich würde nicht selbst beim Turnier spielen, sondern würde den Avantgarde 5 oder den Vancouver 32-Bit spielen lassen und nur die Züge ausführen. Ob das überhaupt stark genug wäre. Damit wäre man aber nicht automatisch Turniersieger. Aber sei es wie es sei, aber auch bei Turnierpartien, selbst im Verein, da ist so eine gewisse Paranoia, dass die Leute befürchten, dass da auf der Toilette gescheatet wird. Das ist halt so das Problem, wenn die Engines stärker sind als jeder Mensch. Und ihr merkt schon, ich lasse die Partie gar nicht weiterlaufen, es ist ein Läufer weniger. Das ist Pleite, die zweite Verlustpartie in Folge des Akademie. Also der Super-Expert zehrt einen Run. Ist ja bei diesen kurzen Bedenkzeiten ist immer so eine Sache. Was da jetzt so Sache ist. Vielleicht sollte man solche Turniere machen, man will 15-Minuten-Partien. Und dann mindestens Hin- und Rückrunde, mindestens zwei Partien, wenn nicht sogar vier Partien spielen lassen. Und vier Partien, das Ergebnis aus den vier Partien zählt dann als 1. Also wenn eine Partei dann gewinnt, dann zählt es wie 1-0. Wenn halt unentschieden ist, 2-2, dann zählt es als Remis. Also es wäre dann aussagekräftiger als eine Partie, die dann letztendlich die ganze Sache entscheidet. Aber ja, wenn man Blitz in den Verein spielt, dann ist das ja auch nicht anders. Deswegen war es ja im Pokal, wenn man Remis gespielt hat, waren es ja zwei Blitzpartien. Und wenn die unentschieden waren, dann war es die dritte entscheidende Blitzpartie. Aber was soll ich groß erzählen, 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 erzählen? 2 zu 0 für den Super-Expert C. Beide klar gewonnen, beide durch die Läuferdiagonalen. Ja, und beide durch Königsschwächen. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.